Alles heute, Sieg über die Schweiz. Zunächst einmal, wie schwer war es? Die Schweizer haben sich lange Zeit dagegen gestemmt. Am Ende haben die Österreicher dann doch sich einen Polster erspielen können und den Sieg nach Hause spielen können. Ja, jedes Spiel in diesem Turnier war schwer. Und das ist schon jetzt dritte Spiel in Folge. Und natürlich ist es ein bisschen Angst. Und die Jungs sind schon müde. Und dann, wir haben gemerkt, in ein paar Phasen des Spiels, dann, wir haben diese schwarzen Minuten gehabt, wo gar nichts funktioniert hat. Aber wir haben Charakter gezeigt und wir haben unser System gespielt. Und was freut mich sehr, was habe ich in alle drei Spieler gesehen? Wie spielen wir eine Mannschaft und wie bauen diese Stimmung für die EM? Und ich denke, jetzt können wir mit gutem Gefühl nach Hause gehen und dann, das ist gute Motivation, dann für weiter, wenn die im Dezember startet wieder die Vorbereitung. Jetzt Spiel analysieren bringt gar nichts. Wir haben zwei Siege, eine Unentschieden gegen Tunesien. Insgesamt bin ich sehr, sehr zufrieden. Habe ich viel gesehen, was müssen wir verbessern, was funktioniert schon gut und da habe ich viel Material, dann kann ich dann vorbereiten und dann wieder gut starten im Dezember mit Vorbereitung. Zwei Debütanten mit Markus Mahr und Jakob Nick waren dabei. Auch sonst haben vor allem jene Spieler, die noch nicht so viel Spielzeiten hatten, viele bekommen. Wie zufrieden bist du mit deren Einsatz, mit deren Performance, die sie gezeigt haben in den drei Spielen? Ja, Franco hat auch eine Chance gekriegt, was früher war, immer Robert da und er hat ein bisschen mit Oberschenkelproblemen, schade, aber hat auch gut gespielt. Jakob Nick auch, bin ich sehr, sehr froh für Jakob. Hat super gespielt, mussten wir sagen. Egal wie dieser letzte Wurf war, bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Markus hat auch gezeigt, da haben wir so eine Abwehrspieler mehr. Und auch Elias war da, aber ich erwarte durch Elias ein bisschen mehr, wenn ich glaube, er kann noch mehr zeigen. So haben wir jetzt ein bisschen diese Breite. Bin ich auch halb zufrieden mit unserer, sag ich so, Verteidigung im Mittelblock, was da habe ich Kombinationen gesucht mit Mittendorfer und Mischkowitz und Herburger. War gute Sachen, aber ich denke, dann haben wir noch da viel, viel Potenzial, weil wir haben gesehen, alle drei Spieler, wenn wir spielen gut, aggressive, kompakte Abwehr, dann gewinnen wir Spiele. In gut zwei Monaten geht es dann also los mit der Europameisterschaft. Wie zuversichtlich bist du nach diesen Ergebnissen von heute, dass man da wieder eine starke Leistung abliefern wird können? Ja, ist immer gut, weil wir haben jetzt diese Pause bis Dezember, ist immer gut nach Hause zu gehen mit guter Laune, ne? Und das haben wir jetzt geschafft und wir haben Charakter gezeigt, die Stimmung, das System gespielt, wir haben 6-0 gespielt, 5-1, so alles, was war im Plan, das freut mich sehr und natürlich dann im Dezember, wenn sind die Jungs jetzt schon motiviert, haben wir gesehen und Ziel ist natürlich raus von Gruppe kommen und hoffentlich dann im Dezember können wir nach den Weihnachten wieder Vollgas starten. Danke. Sebastian Frimmel, zwei Siege, ein Unentschieden, eigentlich eine perfekte Premiere für Österreich bei dieser Camper Trophy in Tunesien. Ja, es fühlt sich richtig gut an, muss ich sagen. Ich habe das so in der Form nicht erwartet vor der Woche, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, ich bin sehr, sehr stolz auf die Mannschaft und auf unser gesamtes Auftreten hier. Also wie wir als Mannschaft gespielt haben und dreimal 60 Minuten Vollgas gegeben haben, hintereinander, war schon wirklich sehr beeindruckend zu sehen und macht mich wirklich froh. Du hast die Mannschaft in diesen drei Spielen erstmals in deiner Karriere auch als Kapitän angeführt. Wie stolz macht dich selber das und wie hat es sich auch angefühlt, die Mannschaft einmal mit der nicht sichtbaren Kapitänsbinde aufs Feld zu führen? Ja, ich muss ja nicht lügen, es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Eine Riesenehre, dass ich Österreich als Kapitän vertreten darf. Schwer da meine Gefühle in Worte zu fassen, aber ja, ich kann nur noch mal sagen, dass ich stolz bin und dass ich Kapitän war diese Woche. Aber nichtsdestotrotz bin ich auch sehr froh, wenn der Nico wieder da ist dann. Heute gegen die Schweiz, das war natürlich auch für dich ein besonderes Duell, nachdem du ja einige Jahre bei den Kadetten Schaffhausen gespielt hast und viele der Jungs, der Schweizer Jungs hier am Feld kennst. Wie gut tut auch dieser Sieg? Auch wenn es Freunde sind, aber es ist doch immer so ein bisschen ein kleines internes Prestigeduell auch unter den Spielern. Ja, genau. Also für mich persönlich bedeutet mir der Sieg, auch wenn es nur ein Testspiel ist, sehr viel. Wir haben in den letzten Jahren ein paar Mal gegen die Schweizer gespielt. Das macht unfassbar viel Spaß eben, weil viele meiner Freunde auf der anderen Seite spielen. Aber man will natürlich noch mehr gewinnen, weil man sich danach nichts anhören will. Deshalb, ja, aber egal, ob das jetzt gegen die Schweizer war oder Tunesier oder die Portugiesen im ersten Spiel,
Wir haben echt eine Riesenleistung gezeigt, finde ich. Haben natürlich trotzdem noch Luft nach oben, weil wir nicht über 60 Minuten immer die Konzentration so hochhalten konnten. Das müssen wir auch verbessern und wir können noch an vielen, vielen Schrauben drehen, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall und ist wirklich, wirklich gut. Als nächstes wartet dann schon die finale Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Nimmt man jetzt aus diesem Turnier viel Selbstvertrauen mit und vor allem auch, welche Erkenntnisse nimmt man mit? Die Erkenntnis vielleicht, dass wir einfach immer 100% da sein müssen, vielleicht vor allem von der Konzentration her, weil wenn wir da ein bisschen nachlassen, dann sind wir nicht auf Top-Niveau. Aber wenn wir als Mannschaft spielen und das so durchziehen, wie wir das jetzt über weite Strecken gemacht haben, die drei Spieltage hier in Tunesien, dann bin ich sehr, sehr guter Dinge und wir haben auf jeden Fall Selbstvertrauen getankt. Wir haben dagegen drei wirklich, wirklich gute Nationen gespielt und wie du gesagt hast, vorhin zwei Siege und einen Unentschieden geholt. Das Tunesien-Spiel haben wir auch selbst verloren, eben mit diesen Unkonzentriertheiten. Deshalb wirklich eine sehr gute Richtung, in der wir da gehen. Danke. Markus, Länderspiel, Premiere bei dieser Camper Trophy, dazu noch mittendrin auch dein Geburtstag. Zwei Siege, ein Unentschieden. Wie stolz und zufrieden kann man da sein? Ja, extrem. Also ich bin eigentlich mit sehr wenig Erwartungen hergekommen, habe mir gedacht, ich freue mich einfach auf jedes Spiel und auf jede Möglichkeit, die ich bekomme und habe versucht, mein Bestes zu geben. Und jetzt im Rückblick war es ein extrem cooles Turnier und ich bin überglücklich, dass das jetzt so verlaufen ist. Gibt es gleich noch einmal einen Zusatzansporn, jetzt diese ersten Minuten mit der Mannschaft gespielt zu haben, in Zukunft zum Fixpunkt des Nationalteams zu werden? Ja, also wie gesagt, es ist extrem cool. Ich habe mich extrem gefreut über jede Minute, die ich bekommen habe. Ich habe versucht, alles zu geben für die Mannschaft. Und ich habe auch gemerkt, dass ich auf jeden Fall jetzt noch die ein oder andere Trainingseinheit mit ihm brauche. Aber ich glaube, es kann echt eine coole Sache sein. Dieses internationale Niveau, Portugal, eine absolute Top-Nation, Tunesien, zehnfacher Afrikameister und auch die Schweiz sozusagen am aufsteigenden Ast. Wie schwer waren diese drei Partien? Was nimmt man aber auch an Erfahrung dafür mit, dann wiederum in die Meisterschaft zum Verein? Ja, es war schon, also wo wir die Namen gehört haben, ich glaube, da hat nicht jeder gedacht, dass wir jetzt mit zwei Siegen und einem Unentschieden dastehen. Und ja, man kann da viel mitnehmen. In der Abwehr einfach gesehen, was andere Nationen spielen, im Angriff gesehen, was wir für Möglichkeiten haben, auch welche Möglichkeiten wir im Nationalteam spielen, was wir auch im Verein jetzt ein bisschen anpassen können. Und ja, solche Kleinigkeiten, die nimmt man extrem gut mit, glaube ich. Danke. Lukas Hutecek, zwei Siege, ein Unentschieden. Eigentlich eine perfekte Camper-Trophy aus österreichischer Sicht. Wie schwer war es heute mal zunächst, dieser Sieg gegen die Schweiz? Ja, also wir können sehr, sehr zufrieden sein mit unserer Leistung. 5 Punkte aus 3 Spielen. Wir haben uns sehr, sehr gut verkauft. Auch heute wieder ein sehr, sehr schwieriges Spiel gehabt gegen die Schweiz, die uns eigentlich nicht so liegen, finde ich. Aber wir haben das eigentlich sehr diszipliniert gemacht, sind gut ins Spiel gekommen und hinten raus hilft uns natürlich das 7 gegen 6. Zusammengefasst das Turnier, Sieg über Portugal, unentschieden gegen den Gastgeber, heute der Sieg gegen die Schweiz. Wie viel Selbstvertrauen, wie viele Erkenntnisse nimmt man auch aus diesem Turnier jetzt mit für Dezember und dann vor allem Jänner auf die Europameisterschaft? Ja, sehr, sehr viel. Also wir sind gut drauf und haben echt ein sehr, sehr gutes Turnier gespielt, wie ich schon gesagt habe. Und das müssen wir jetzt mitnehmen, diese Euphorie und das versuchen dann auch im Jänner nochmal einen Schritt draufzulegen und dann mit Nico natürlich dann versuchen wir die Hauptrunde zu erreichen. Danke. Okay.